Hallo ihr Lieben, ich bin's, Andrea aus der Basteloase. Ich mache heute noch mal eine Fensterkarte. Ich habe sie so genannt, weil ich mir das gerade selber ausdenke hier und da ein Fenster rein soll und deswegen nennt sich das bei mir Fensterkarte. Ich habe grauen Karton genommen, also grauen Farbkarton und habe ihn geschnitten 14,5, also 14,5 mal, ich weiß jetzt gar nicht wie lang, mal komplett mal, das können wir gleich nochmal messen auch. Also 14,5, ja, also ich habe ein DIN A4 Blatt genommen, habe das gekürzt auf 14,5, dann war das so. Dann habe ich es gefalzt bei 5,25. Und nochmal gefalzt bar 2 cm. So habe ich dann praktisch den Rahmen. Dann habe ich dieses Stück geschnitten auf 14,5 mal 14,5. Und da soll das jetzt rauf. Dann habe ich mir nochmal geschnitten Grundweiß Karton und zwar habe ich den auch geschnitten auf 10,5 mal 14,5. Das kommt jetzt gleich hier hinter. Und jetzt will ich ja hier so eine Folie machen und die mache ich jetzt auch für 10,5. Ich habe hier immer so eine Overhead-Folien. Da hatte ich mal so eine ganze Menge von. 14,5 mal eine 10,5 mal 14,5. So haben wir das. So, und die Folie setze ich jetzt hier so hinter. Die will ich jetzt hier hinter setzen. Und genau, das war es jetzt erstmal zum Schneiden. Das soll, wie gesagt, so eine Schmetterlingskarte werden. Ich klebe jetzt das schon mal dahinter und das da drauf. Und dann bin ich gleich wieder da. So, bevor ich jetzt aber den rauf klebe, habe ich mir jetzt Kirschblüte rausgesucht. Und färbt praktisch das Erhabene so ein. Gehe da so ganz leicht rüber. So, dass sich das da so einfärbt. Ich möchte ja nur so ein bisschen das Erhabene einfärben. So, dafür gehe ich so mal so ganz leicht darüber. So, nun ist das so ganz leicht rosé eingefärbt. So, ich habe jetzt schon mal ein bisschen vorbereitet und zwar habe ich mir jetzt noch mal dieses Band genommen hier von Stamping Up. Das ist so ein Metallic Geschenkband und das habe ich hier an den Seiten schon mal geklebt und ich habe jetzt auch die Folie schon rangeklebt und ich habe auf dem Rückteil jetzt ja die Schrift, also das, ich habe das mit Grundweiß ausgeschnitten und mit dem Prägefolder Schreibschrift einmal geprägt. Dann hatte ich das ja mit dem Stempelkissen Kirschblüte einmal so ein bisschen eingefärbt, dass es so einen ganz leichten Schimmer hat.
Und dann habe ich hier das Band auch noch mal raufgesetzt. Und jetzt habe ich mir noch mal die Standschablon farbhafte Falter geholt. Und da will ich jetzt den großen zweimal ausstanzen. Und zwar will ich ihn jetzt einmal in rosa. Da habe ich jetzt auch Kirschblüte genommen. Einmal damit ausstanzen. Dass er hier richtig drauf liegt. So. So, einmal ausgestanzt. Muss ich nur mal einmal so diese kleinen Teile noch mal kurz rauspixeln. Man kann das auch mit seiner Bürste machen, die habe ich jetzt auch, aber ich mache das jetzt bei den beiden Schmetterlingen jetzt einmal kurz so. Und das geht ja auch ratzifatzi. So, da habe ich schon mal den ersten Schmetterling. Und jetzt mache ich den noch mal in Grundweiß. Ich habe dafür benutzt jetzt hier meine kleine Stanzmaschine von Stamping Up, weil ich die mir hier auf meinem Tisch packen kann. Ich habe ja nicht ganz so viel Platz hier und die passt da wunderbar hin. So. So. Den habe ich mir jetzt auch ausgestanzt. Jetzt das gleiche, auch einmal die Teile kurz rauspixen. Die Stanzen sind auch sehr schön, also die Stanzen so gut. Ich bin immer wieder überwältigt, wie viele in einem, wie viele Standschablonen so in einem Set drin sind. So, das haben wir auch. Das möchte ich nämlich, die sollen jetzt so versetzt hier so drauf. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich sie, ich glaube, ich will sie lieber so, so, dass sie so versetzt da drauf sitzen. Ich glaube, so mache ich das, genau, dass ich beide Farben da drin habe. Und jetzt habe ich mir nämlich noch das Standschablonset rausgesucht, Ewige Zweige. Das gehört zu meinem Lieblingsset für alle Zeit. Das habe ich total gerne. Das nehme ich ja immer ganz viel. Und da will ich jetzt die Zweige nochmal ausstanzen. Und das wollte ich jetzt. Bin am Überlegen, ob ich das jetzt in Grau mache. Dass ich mir die zweimal in Grau ausstanze. Das würde ich jetzt erstmal versuchen. Dafür nehme ich mir dann den Farbkarton Anthrazit.
Das ist der, den wo ich auch schon das die Karten mitgemacht habe. So. Dankeschön. Ja, da kribbelte das gerade in der Nase. So. Also das ist so perfekt mit dieser kleinen Maschine. So. So, mal gucken, dann mache ich das da so hin. Dann, ich versuche es jetzt aber noch mal an den anderen beiden Farben, also einmal noch mal in Grundweiß. Dann mal gucken, ob ich das so mache oder ob ich da Rose noch mal hinsetze. Das muss ich mir gleich noch mal überlegen. Die Schablone nicht richtig drauf. So. Dann habe ich mein Sandwich nicht richtig zusammengebaut. So. So, jetzt habe ich sie auch noch mal in Weiß. Ich mache das in Weiß und Rosa, damit sich die Farben hier wieder finden. Ich glaube, Grau ist mir denn doch zu viel. Dann nehme ich jetzt noch mal so ein kleines Stück Rosa. Ich habe mein Farbkarton immer in solchen Schallplattenhüllen drin. Und da packe ich auch alle Reste rein. Dann habe ich alle Farben immer zusammen. So, dann muss ich mal gucken. So. Dann werden wir das auch noch mal in der Farbe ausstanzen. Das gefällt mir, glaube ich, besser. So. So, dann werde ich die nämlich so versetzt hier aufsetzen. Und dann einen Schmetterling so und den anderen Schmetterling so. Genau, so will ich das da gleich draufsetzen. Das gefällt mir gut. Kann die Stanze schon mal wieder hier rauf. Weil ich brauche nämlich jetzt für vorne nachher auch noch was. Dann müssen wir mal gucken. So, das werde ich jetzt erstmal so darauf setzen. Dann nehme ich Klebepunkte. Mal gucken, habe ich da meine Kleberolle. Da hinten ist er hingerutscht. So, da haben wir. Das ist nämlich wunderbar. Da kann man
super, gerade wenn man so eine Filigran-Sachen hat. Super mit aufkleben. So. Den versetzt da oben hin. Das ist so ein Punkteabroller. Den habe ich von Karin Dittenmeier. Der ist wirklich richtig toll. So. Genau. Und dann kommt der eine Schmetterling hier hin und der andere Schmetterling dahin. So. Das mache ich jetzt aber mit Flüssigkleber. Auch. Und wie auch immer wieder bei mir entsteht jetzt die Karte, während ich das mit euch bastel hier. Ich habe eine Grundidee und alles andere kommt beim Basteln. So, dann werde ich jetzt hier noch mal ein paar Schmucksteine raufsetzen. Schmetterling auch. Ich mag es so einfach so Ton in Ton zu arbeiten oder mit einfach so ein paar, nur so ein ganz paar Farben. So wie jetzt sind das hier nur drei Farben, die ich benutze. Das gefällt mir immer sehr gut. Ja, jetzt kann hier unten noch welche hin. Mache ich noch mal einen so einen großen, einen kleinen. Und das gleiche kann da oben auch noch mal hin. Das ist ein falscher. Jetzt habe ich so einen gar nicht mehr. Dann kommen da noch mal zwei kleine hin. So. Genau. Das gefällt mir schon richtig gut. Und jetzt kommt das da so drauf. Das ist dann richtig plastisch. So, das setze ich jetzt gleich darauf. Dann werde ich noch mir einen Spruch aussuchen, den ich stempel und stanze. Und dann bin ich gleich wieder da. So, ich habe schon mal ein bisschen weiter gearbeitet. Und zwar habe ich das jetzt einmal so zusammengeklebt. Und ich finde, das sieht so cool aus. Wirklich richtig schick. Ich muss mal gucken wegen der Lampe, ob ihr das gut sehen könnt. Also mir gefällt es richtig gut. Und ja, jetzt habe ich denn den Zweig nochmal ausgestanzt, den gleichen, den ich auch drin schon raufgesetzt habe. Und dann habe ich den immer kürzer geschnitten. Und hier vorne habe ich dann noch ein kleines Schleifchen drauf gemacht. So, so sieht die ja schon mal richtig gut aus, die Karte. Aber man kann ja jetzt gar nichts raufschreiben, habe ich mir gerade überlegt. Also habe ich mir noch mal schnell mein Prägeform-Fulda-Mauerwerk mitgenommen und habe mir dann den Farbkarton Anthrazit zurechtgeschnitten und einmal in Mauer geprägt. Und das setze ich jetzt hinten rauf. Dafür
werde ich da jetzt doppelseitiges Klebeband drauf machen. Und das dann hinten als Einstecktasche raufsetzen. Und so eine Karte, die ist wirklich so effektvoll, aber relativ zackig gemacht. Also da ist gar nichts bei. So eine richtig prunkvolle, würde ich ja beinahe schon mal sagen, Karte zu machen. So, das wünsche ich jetzt hier bleiben. So. Und so. Und das soll jetzt da hinten rauf. Dafür drehe ich das dann um. So, und setzt das da jetzt so rauf. So, dann ist das da jetzt so drauf und das ist jetzt eine Tasche. Und da habe ich jetzt schon mir so ein Blatt genommen. Das ist auch grundweiß. Und jetzt kommt wieder meine Trio-Stanze zum Einsatz. Ich das wieder abrunde, das finde ich einfach schöner. Mal gucken. Jetzt weiß ich auch, ich habe hier gar nicht die Stütze aufgemacht. Ich habe mich schon gewundert. So. Jetzt geht das nämlich besser. So. Und ein Loch hier mittig für das Band. Ja, die Trio-Stanze ist nicht mehr wegzudenken bei mir hier. Die ist wirklich richtig toll. Jetzt hier nochmal so ein bisschen Kleber. Ja, muss ich dann nachher noch machen. So. Und dann kann das so nämlich dann da reingesteckt werden. Aber das ist mir ja so wieder viel zu langweilig. Also habe ich mir nochmal das Stempelkissen, genau, Kirschblüte rausgenommen und habe hier jetzt auch noch die Blätter und das will ich jetzt in Kirschblüte nochmal rauf stempeln. Lass ich mal gucken, welches nehme ich denn. Ich nehme jetzt diese. So, und das finde ich jetzt schön. Jetzt kann man auf der Rückseite dann richtig toll was draufschreiben. Und dann sieht das auch nett aus. So, dann habe ich mir hier noch ein Stück Band rausgenommen. Das werde ich jetzt da nochmal durchziehen. Das ist ja das gleiche Band, was ich hier die ganze Zeit schon benutze. Da sind über 9 Meter drauf. Das ist also, da kommt man lange mit aus. So. Ein bisschen festziehen. Und einmal hier kurz ein Stück abschneiden. Diese Reste behalte ich auch immer. Die kann man auch immer noch mal ganz toll so zum Beispiel schräg auf eine Karte kleben. Also ruhig sowas nicht wegschmeißen. So, und das kann jetzt hier hinten rein. Und dann kann auch derjenige, der diese schöne Karte verschenken will,
auch was draufschreiben. So, und jetzt fehlt noch zu guter Letzt natürlich noch ein schöner Spruch. Und dafür habe ich mir ausgesucht, wo habe ich ihn jetzt gelassen? Ist das jetzt Glück und Zufriedenheit für alle Zeit? Genau. Ja, das ist der richtige. Jetzt war ich gerade ein bisschen irritiert. Dafür suche ich mir jetzt wieder so ein Stück Grundweiß raus. Ich habe eben halt in den Hüllen auch immer meine ganzen Reste so zusammen. Und dann muss ich noch mal das Stempelkissen Anthrazit grau haben. So. Damit stempel ich das jetzt. Dafür muss ich aber einmal kurz meinen Stempel sauber machen, den ich eben benutzt habe, in meiner schönen Schrubbkiste. So. Und wieder sauber und schon habe ich den Stempelblock wieder zur Verfügung. So. Ja. Gehe ich da rauf und mal sehen, dass ich das einigermaßen gerade rauf kriege. Oh nein, das ist nicht gut geworden. Da muss ich die andere Seite nochmal benutzen. Da habe ich zu doll gedrückt. So, das Ganze nochmal. Ja, wunderbar. Das schneide ich jetzt mit meinem Papierschneider noch zurecht. So, ich muss mal gucken. So. Und deswegen mache ich das immer so, dass ich erst stempel und dann schneide. Und ich hätte das jetzt doch leicht schief gemacht. Wenn man das dann erst stempelt und dann schneidet, dann geht das am besten. So, kann ich mich an dieser Linie orientieren. So. So, jetzt hatte ich mir hier schon einen grauen Farbkarton hingelegt und da setze ich das jetzt rauf, dass noch so ein bisschen Farbkarton da rauslugt. Wunderbar, und schon haben wir das Schildchen fertig. Und das soll nämlich hier oben rauf. Das werde ich auch noch mal mit Abstandshalter machen. So. So,
So, und da werde ich jetzt auch noch mal Schmucksteine rauf machen. Da vorne ein. Und auf der Seite ein. So, und damit ist meine Fensterkarte fertig. Und mir gefällt sie richtig gut. Ich werde noch mal so einen Bogen grundweiß dahin legen, damit ihr das besser sehen könnt. So kommt sie doch viel besser rüber. So, jetzt könnt ihr sie noch mal richtig sehen. Ich finde die Karte einfach traumhaft schön. Freue mich total über das Ergebnis, dass sie so schön geworden ist. Und sie ist ja auch richtig plastisch. Also ich habe sie so hoch gearbeitet, dass die Schmetterlinge richtig aufgestellt werden können. Also ich finde die Karte schön, freue mich darüber. Und auch mit der Lösung, dass hinten jetzt so ein Tag ist, dass man da auch was reinschreiben kann. Auch das gefällt mir sehr gut. Ja, ihr Lieben, das war noch mal ein Video zu meiner selbst ausgedachten Fensterkarte. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dass ihr vielleicht auch Lust habt, mal sowas zu basteln. Das ist ja auch total einfach zu machen. Und dieses Schmetterlingsset, das ist ja das einmal dieses Set Butterfly Brillanz. Das ist ja das Stempelset und noch das zugehörige fabelhafte Falter-Stanzform-Set. Also das kann ich euch wirklich empfehlen. Das ist ein traumhaftes Set, wo es so viele Möglichkeiten gibt und Schmetterlinge passt immer zu allen Jahreszeiten, zu allen Gelegenheiten. Ich finde das wirklich toll und habe mich richtig gefreut, als das jetzt gerade rausgekommen ist. Ja, ihr Lieben, das war's erstmal. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ganz liebe Grüße. Bleibt gesund. Andrea aus der Basteloase.